dass so viele Aktive heute hierher gekommen sind, um für Tierrechte zu demonstrieren. Wir sind heute hier, um die Pelzindustrie abzuschaffen. Und wir sind zum 5. Mal hier in Stuttgart. Markus? Wir sind hier in der Stadt, die seit letztem Jahr, so bei Otto Normalverbraucher, wohl als die Demo-Stadt im Bewusstsein angekommen sein sollte. Wir sind in der Stadt, in der letztes Jahr Menschen gezeigt haben, wie man mit entschiedenem Engagement ein ganzes Land aufwecken kann. Und in dieser Stadt haben wir uns heute versammelt, um den Schwächsten der Schwachen endlich eine Stimme zu geben. In dieser Stadt setzen wir heute ein Zeichen. Ein Zeichen für die Vernunft, ein Zeichen gegen Tiermord und ein Zeichen für ein Leben ohne Ausbeutung. Willkommen zur Stuttgart Pelzfrei! Ich bin Viktor, ich bin seit 7 Jahren auf Tierrechtsdemos dabei. Auf manchen dieser Demos waren wir 1000 Leute, auf manchen waren wir nur 2. Auf manchen haben wir lautstark unserer Wut kundgetan und auf manchen haben wir einfach nur die Menschen informiert, ihnen gezeigt, was Tiermord bedeutet. Für manche von euch ist es heute vielleicht ja das erste Mal auf der Straße und viele sind sicher noch sehr viel länger dabei als ich. Und wir alle stehen jetzt zusammen hier, weil wir von der Sache überzeugt sind, weil Pelz Mord ist, weil wir nicht einfach tatenlos zusehen können, wenn Tiere ermordet werden. Und das ist vielleicht noch viel wichtiger, wir alle sind hier, weil wir wissen, dass es etwas bringt. Wir, die Tierrechtsbewegung, wir haben in den letzten Jahren schon so viel erreicht. Wir haben in Deutschland die wichtigsten Mode- und Kaufhausketten pelzfrei gemacht. Kaufhof, pelzfrei. C&A, pelzfrei. Tick und Kloppenburg, pelzfrei. Appelrad Köper, pelzfrei. Eskada hat neben pelzfrei auch gleich noch mit Seite versucht. Das müsste doch eigentlich reichen, um noch den stursten Tierausbeuter unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückzureißen. Das alles haben wir erreicht. Und trotzdem ist es noch ein weiter Weg. Immer noch sterben jedes Jahr Millionen von Tieren weltweit für Pelz. Und immer noch werden auch jeden Tag in irgendwelchen Laboren Tiere zu Tode gefoltert. Ganz zu schweigen von den Milliarden von Tieren, die ermordet werden für Fleisch. Überall werden unsere Mitlebewesen immer noch ausgebeutet. Nein, wir sind noch lange nicht am Ziel. Aber genau deswegen sind wir heute hier auf der Straße. Und wir sind genau richtig hier. Hier in Stuttgart sitzen die Bosse von Breuninger. Kennt ihr alle Breuninger? Breuninger, Klamottenkette, vor allem hier im süddeutschen Raum aktiv. Und die haben es einfach noch nicht kapiert. Breuninger verkauft weiterhin Pelz. Immer noch versucht diese Kette, Leichen als Mode zu verticken. Breuninger, deren großer Flagship-La-was-weiß-ich-Laden, der ist heute unser zweites Ziel. Es gibt keine Mode aus Mordprodukten. Und Leichenfälle sind alles andere als elegant. Also ziehen wir vor diesen Laden und reißen wir Breuninger ihren falschen Glamour von der Fassade. Tiermörder sind das, nichts anderes. Genau deswegen sind wir heute hier. Und Breuninger, das ist nur eines unserer Ziele. Wer auch immer Pelz verkauft, der muss auch mit uns rechnen. Und wer aus welchen Gründen auch immer Tiere ermordet oder Tiere ausbeutet oder versucht, Tiere zur Ware zu machen, der muss mit uns rechnen. Wir sind hier, um gegen Tiermord zu kämpfen. Wir tun das friedlich, aber laut. Wir tun das informierend und doch voller Wut. Wir machen Stuttgart pelzfrei.